Hallo Leute und willkommen zurück zu Factorio. Und es sieht so aus, als wären wir hier auf einem Planeten gelandet, wo wir am besten gleich wieder weggehen, denn hier hast du schon eine hohe Verschmutzung, sprich, da kommen Aliens in großen Gruppen. Und das ist noch nicht was wir umgehen können. Ich nehme mal die Nester direkt um unsere Basis außer Gefecht. Aber dann werden wir weiterziehen und hoffen, dass der nächste Planet uns besseres Glück beschert. Und da sind wir wieder auf dem nächsten Planeten, der offenbar öde ist. Wir werden auch hier weiter warpen. Wenn mich nicht alles trügt, habe ich das Gefühl, auch die letzte Folge hat mit so einem üblen Alien verseuchten Planeten begonnen. Aber nun sind wir hier und ich denke, wenn wir da was Richtung Kernenergie weitermachen, dann werden wir Uran brauchen und eine Zentrifuge wird da nicht reichen. Darum denke ich mal, sollte ich vielleicht noch ein paar mehr bauen. Aber dafür brauche ich Ressourcen. Planet Nummer 3 und hier sieht es etwas besser aus. Wir müssen natürlich jetzt wieder zuerst mal unsere Plattformen aufstellen, so dass wir an die Ressourcen rankommen. Aber mit den Harvester-Plattformen ist das ja weniger ein Problem. Da haben wir Kupfer und Eisen gleich mal am Start. Stein haben wir hier noch einiges auf der Seite. Drum denke ich, ich schließe vielleicht erstmal nur Kohle an. Und kümmere ich mich dann um Stein, wenn wir Stein brauchen. Das sollte genügen. Und dann brauchen wir hier etwas große Strommassen. Gut. Ah, und vielleicht ein Turm dahinter. Einfach für den Fall. Und dann mache ich mal wieder die übliche Runde. Das, worauf wir es hier abgesehen haben, versteckt sich hier etwas unter den Bäumen. Uranerz. Denn wir müssen einiges durch die Zentrifuge jagen, verfeinern, damit wir unseren nuklearen Brennstoff bekommen.
Hier haben wir das die Schwefelsäure hier an. Bisschen Förderbänder. Dann brauchen wir Strom. Und dann geht das ab. Hier vielleicht nicht mit den roten. Den hier reinlege, sollte das klappen. So. Wunderbar. Mein Auto steht da oben. Und dann müssen wir eigentlich nur noch schauen, wie wir da eine ordentliche Verarbeitung aufziehen können. Also einmal zurück in unsere Basis. Da war eine Klippe. Da war ein Stein. Sieht man so fast nicht. Und dann erstmal ein Ausflug in den Keller. Denn hier steht die Forschung wieder, weil die blauen Flächen ausgegangen sind. Aber wir sind schon bei 80%. Kann nicht mehr so weit sein. Und ich brauche noch etwas mehr Zahnräder. Ja, noch. Zwei Zentrifugen bauen kann. Das packen wir zusammen. Ich denke, das mal. Nicht gut, dann machen wir das hier hinten rum, denn hier kommt das Ganze hin und dann brauchen wir hier Ausgang, Eingang. Außen ordentlich Munition rein. Hier 8 Stück. Und, da brauche ich doch glatt. Also Eingang, 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 Eingang. Dann machen wir das so. Ausgang, 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 Ausgang. Brauchen wir hier auch noch Langen. Um
Eisenbahnwerke. Ja, haben wir noch. Eins hierhin. Hierhin. Ja, mal so. Und dann einen Teiler. Wir filtern dann hier mal die raus. So. Das packe ich hier rein. Die kommen da rein. Und die kommen da rein. So. Und dann Produktivität. Oder machen wir Geschwindigkeit? Machen, glaube ich, auf Geschwindigkeit, denn wir bekommen wahrscheinlich genügend Erz raus. Dass wir das auch verarbeiten können. Und hier sind die Roten ausgegangen. Sieht es denn hier hinten aus? Da haben wir noch welche. Aber nicht viel blaue Fläschchen. Die Forschung ist fast durch. Dann hier hinten brauchen wir dann noch mindestens eine Zentrifuge für die Kovarex-Anreicherung. Sprich, ich brauche ein paar Zahnräder. Sieht es denn hier so aus? Hier sind wir außerhalb von der Verschmutzung durch unsere Basis. Aber die wächst ja auch. Vielleicht mal hier Schwefel und bring den nach unten. Und der nicht ausgeht. Ja, noch etwas. Zwei Stück noch. Dann, sobald wir da die Module durch haben, machen wir auch noch eine Zentrifuge. Und
So, das kommt wieder hier raus. Vielleicht das noch nicht bis ganz ans Ende. Die setzen wir auch da nach außen. Dann setzen wir hier auch die Geschwindigkeitsmethode rein. Es wird noch ein Weilchen dauern, bis die durch sind. Sieht sie so mit Öl aus. Okay. Und es hat den Anschein, als ob wir derzeit in etwa das Uranerz weg produzieren, das wir auch hier drauflegen. Noch einen mehr. Oben. Noch eine Reihe anbringen. Das zu rot machen sollte das kein Problem sein. Rot ist doppelt so schnell als gelb. Kommen die hellgrünen rein, hier die dunkelgrünen. Und die hinteren Zentrifugen bekommen nun schon gar kein Erz mehr ab. Zu wenig Erz hier an den Start bringen. Ja, hier nochmals ein paar Dehnengreife. So, machen wir das mal so. Ich brauche Eisen. Für Stapelgreifarme. Denn hier kommt ein Splitter und hier das ist so.
könnte funktionieren. Ja. Tunnel. Was? Keine Fließbänder mehr. Daran. So. Ab hier. Hier. Dieses Setup. Ja, so einen Mast haben. Haben wir alles, was wir brauchen. Und wenn wir von hier die dunkelgrünen bekommen, dann können wir die hier nicht aufs, aufs Band legen. Sprich, weil die sind dann außen. Eigentlich müsste ich das Ganze dann... so machen, das, weil hier wird auf die Außenseite rausgelegt, dann bekommen sie hier so rein und dann bekomme ich die nur aufs Band, wenn von da nichts kommt. So sollte es zumindest funktionieren. Nun, da unsere Zeit hier ausläuft, und ich festgestellt habe, mit der ganzen Uranverarbeitung hier oben und dem Abbau verbrauchen wir einiges an Energie, so dass ich unten im Keller auch schon den Furnace Array, unsere Heizkessel erweitert habe, so dass wir nicht ganz auf dem Zahnfleisch laufen, wenn es um Energie geht. Denke ich, müssen wir hier mal zusammenpacken. Den können wir stehen lassen und dann hier hinten haben wir Kohle. Dass wir einiges verbrauchen. Ich kann hier eigentlich das Förderband einsammeln und dann Kohle hier rein legen, aber ich will eigentlich keinen Stein hier drauf, auch kein Eisen, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss!